Das ist für unterwegs ziemlich praktisch. Mal ein kleines Tier. Vielleicht mal ein Vogel. Und dann kann ich ja gleich mal erklären, wie das mit dem Pinsel funktioniert. Das finde ich ganz interessant. Man braucht dafür Folgendes. Man nimmt so einen kleinen Kasten. Also ich habe meistens so einen kleinen Kasten. Und mache das so, dass ich das so in einer Hand halte. Ich drücke das ein bisschen und dann kommt das Wasser raus. Und mit diesem Wasser fange ich an zu malen. Wenn ich es jetzt verdünnter haben will, dann gehe ich hier, dann drücke ich dabei mehr. Dann wird es verdünnter. Wenn ich es wieder dicker haben will, gehe ich eben aquarellmäßig da rein. Und wenn ich es jetzt hinterher ins Gelb machen würde, wenn ich das mit dem Blau ins Gelb machen würde, wird es ja sofort dreckig werden. Deswegen mache ich es da zwischendurch sauber. Und jetzt kann ich ins Gelb gehen. Ich kann es sogar hineinlaufen lassen. Also richtig klassisch aquarellieren. Wenn ich zu viel Farbe habe, wie mit dem richtigen Pinsel wieder rausnehmen. Und wenn es mir jetzt zu nass ist, dann mache ich Folgendes. Dann gehe ich ganz kurz mit dem Feuerzeug rüber, aber ganz kurz noch. Nicht so lang, vorsichtig, damit es das Papier nicht verbrennt. Das reicht schon, es ist trocken.